Hochwinter vorbei, Luftmassengrenze durch Barotropie möglich. Glück auf zusammen. Tja, das aktuelle Wetter ist zwar sonnig und recht mild, aber eben auch mehr als unwinterlich für die aktuelle Jahreszeit. Man schaut täglich interessehalber immer mal wieder in die Karten und gerade Richtung Februar werden einem ab und zu immer mal wieder ein paar Dinger aufgetischt, bei denen dann die Wintereuphorie aufkommt. Schauen wir mal, was an den bunten Bildchen tatsächlich dran ist und warum es keinen Sinn macht, sich auf einen winterlichen Hauptlauf eines gewissen Modells zu versteifen und steigen direkt mal ein in das aktuelle Satellitenbild, wo wir erkennen, dass wir aktuell ja immer noch unter diesem Hochdruckeinfluss liegen und man kann wunderbar erkennen, wie in diesem Bereich jetzt hier sich so ja, Zirrusbewölkung breit macht und das hat unter anderem was mit diesem hier befindlichen Tiefdruckgebiet zu tun, aber andererseits bekommen wir aus Richtung Südwesten aktuell ein bisschen Sahara-Staub in der Höhe rein. Und die wird eben antizyklonal um das Hochdruckgebiet herumgeführt und dementsprechend kommen hier aus Südwesten eben ja, zusätzliche Kondensationskeime rein, wodurch dann eben gerade im Bereich von Deutschland jetzt eben auch hier Höhenbewölkung reinkommt, die eben dann ja die Sonneneinstrahlung ein kleines bisschen getrübt hat heute. Ne? Das liegt eben daran, weil eben, wie gesagt, die Kondensationskeime aus der Wüste in der Höhe der Eiswolken eben anliegt. Das mal nebenbei zum Einstieg. Jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Berechnung in Bezug auf die kommenden Tage. Und da liegt jetzt hier dieses bereits eben schon angesprochene Tiefdruckgebiet, ja, welches sich dann weiter nach Nordosten wegbewegen wird. Und man sieht auch die ja, Hochdruckaktivität wird von Nordwesten her ein kleines bisschen abgeschwächt. Und wir erkennen, dass das Hochdruckgebiet, was sich eigentlich erst über uns befunden hat, ja, weiter Richtung Atlantik, retrograd nennt man das, im Prinzip hier rausrückt. Und dementsprechend kann von Nordwesten eben hier eine Kaltfront am Donnerstag jetzt hier reinkommen und dementsprechend wird es auch einen Wetterumschwung geben. Das schöne Wetter ist heute mit dem heutigen Tag dementsprechend auch das letzte Mal gewesen, also erstmal vorbei. Es kommt wieder ein bisschen mehr Schwung in die Bude. Wenn wir weiter gucken, kann man auch wunderbar reflektieren, wie eben im Prinzip dann ja die ganze Isobarendrängung weiterhin über Deutschland sehr, sehr straff sein wird. Und wir erkennen Richtung Wochenende vor allen Dingen auch, dass sich hier so ein kleines bisschen wie so eine Niederschlagsschleppe bilden soll, die dann eben quasi parallel zu den Isobaren von Nordwesten nach Südosten eben so ein kleines bisschen sich quer über Deutschland befinden wird. Und dort kann es eben zu einer Ausprägung einer Luftmassengrenze kommen, in Bezug dann auch auf die nächste Woche mit der damit anliegenden Barotropie. Die schauen wir uns nämlich auch gleich nochmal an, beziehungsweise was ist denn das auch? Ja? Schauen wir nochmal ganz kurz dann rein. In Bezug auf die weitere Entwicklung kann man auch sagen, jetzt schauen wir uns nochmal das GFS-Modell an, wie eben dann nach hinten raus die bereits eben schon angesprochene Luftmassengrenze dann in der nächsten Woche sich etablieren könnte. Und da kann man auch gut erkennen, wie eben so eine richtige Schleppe immer wieder quer über Deutschland entsteht und dementsprechend dass den Tiefdruck jetzt hier im Norden, kann man jetzt mal so grob sagen, und den Hochdruck jetzt hier im Süden, ja, dementsprechend hier so ein kleines bisschen abtrennt und genau zwischendrin wird sich eben hier so eine Art Luftmassengrenze sehr wahrscheinlich eben bilden können und an dieser Luftmassengrenze ziehen dann immer wieder Niederschläge entlang, wo dann eben auch mal die pinke Färbung jetzt hier einhergeht, wo dann quasi nördlich davon die Schneefälle wieder ein Thema werden könnten und südlich davon eher dieses Regenwetter, sehr milde Wetter, sehr wahrscheinlich. Also man sieht aber auch wunderbar, wenn man jetzt nochmal kurz zurückgeht, es wird wieder unbeständiger werden. Was man aber auch sagen muss, wir haben jetzt hier bereits schon den 10., 11., 12. Februar. Und wenn man jetzt quasi die anliegende Kaltluft sich zu Gemüte führt und die sonstige Druckkonstellation, die Vorgeschichte, die fehlenden Schneeflächen, gerade auch hier Richtung östlichen Kontinent oder beziehungsweise Richtung Osteuropa, tja, also der Winter hat nicht mehr lange Zeit und am 2. Februar ist bereits Lichtmess, dort werden die Tage spürbar länger und die Sonneneinstrahlung macht eben dann auch ihr Übriges dazu, ja. Schauen wir mal auf die Temperaturen in 850 Hektopascal bzw. 1500 Metern Höhe.
und interpretieren im Prinzip jetzt hier das Potenzial der Luftmasse. Ja? Dort kann man eben wunderbar sehen, welche Luftmasse liegt an, wo ist denn gegebenenfalls wirklich was dabei, was für uns den Winter bringen könnte. Und das wären im Prinzip hier die 10 Grad minus in 1500 Metern Höhe. Das wäre im Prinzip diese Isotherme jetzt hier. Ja? Und diese Isotherme, wenn die über uns liegen würde, wäre das dann in Verbindung mit Durchmischung auch für Schnee, der liegen bleibt, bis in die Gebiete bis ganz runter möglich, beziehungsweise wir brauchen eben diese 10 Grad minus in 850 Hektopascal. Das ist einfach so. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze hier verhält. Und bevor wir ganz kurz auf die weitere Wetterlage eingehen, möchte ich nochmal ganz kurz hier oben was zeigen. Wir sehen wunderbar diese Schallplatte hier, ja, dieses Tiefdruckgebiet. Ich nehme mal eine andere Farbe, damit man das auch ein bisschen besser sieht. Ja, dieses Tiefdruckgebiet hat auf der Südseite hier eine unheimlich starke Isobarndrängung. Und diese unheimlich starke Isobarndrängung wird eben dafür sorgen, dass wir hier, also je nachdem, wer sich dort befindet, ja, dass es dort einen historisch starken Orkan geben wird. Und wenn man sich jetzt mal die weitere Geschichte anguckt, den Verlauf kann man aber erkennen, der Landgang, der ist im Prinzip so in der Mitte von Norwegen so zu sehen. Und gerade an den Küsten sollte einiges an Trouble los sein. Also wenn man sich jetzt auch nochmal die aktuellen Karten zu Gemüte führt, ICAN EU, ja, die berechnen nördlich von Trondheim hier, ja, teilweise über 200 Kilometer pro Stunde. Das ist, ich meine, gut, ne, die ganzen Westküsten, ja, die sind sowieso immer sehr, sehr windanfällig. Aber diese Hausnummer jetzt hier, das ist schon, das sieht man auch nicht alle Tage, ja. Und wie gesagt, in der Nacht von morgen auf übermorgen wird das Ding dann eben volles Rohr aufs Land treffen. Und hier ist wirklich Vorsicht geboten. Also je nachdem, wer sich dort oben befindet, der sollte darauf vorbereitet sein, das mal so nebenbei nochmal. Ja, in Bezug jetzt auf die weitere Entwicklung, ja, schauen wir nochmal ganz kurz rein. Wir können jetzt hier erkennen, wie das GFS-Modell im Prinzip durch das eingehende Tiefdruckgebiet jetzt hier eben dann die kältere Luft hier runter Richtung eher östliches Europa schicken wird und wir so eine Art Streifschuss bekommen werden, wodurch mal ganz kurz die minus 5 Grad Isotherme am 1. Februar dann zu uns hereinkommen wird. Das Ding wird aber ruckzuck wieder ausgeräumt, weil eben von Westen her wieder ein Warmluftsektor dann zu uns hereinkommt. Das sehen wir jetzt hier wunderbar. Ja, und dieser resultiert eben aus diesem Hochdruckgebiet, wodurch dann eben wärmere Luft oder mildere Luft jetzt hier keilförmig, das habe ich aus Versehen weggemacht, jetzt hier keilförmig um das Hochdruckgebiet zu uns gelenkt wird. Und dementsprechend ist davon auszugehen, dass das wieder nichts mit dem Winteranlauf war. Wenn man dann mal weitergeht, kann man wunderbar erkennen, ja, was ich mit der Barotropie meine. Es ist eben so, wartet mal. Wir schauen mal die Barotropie dann an in Bezug auf das GEFS-Modell, also das Ensemble. Ich möchte jetzt hier nochmal drauf eingehen. Wir sehen jetzt hier, wie parallel eben schon die Isothermen, ja, in Bezug auf die isobaren Werten. Und das lässt eben, wie gesagt, eine Art Luftmassengrenze oder im Prinzip dieses Szenario einer Luftmassengrenze zu. Wird aber hier seitens des Hauptlaufs des GFS-Modells dann ruckzuck durch diesen Kurzwellendruck an diesem Zentraltief jetzt hier südlich gelegen, quasi hier, ja, hier ist ein Kurzwellendruck, hier ist das Zentraltief und diese ganz kleinen Kurzwellen, die bewegen sich jetzt eben hier, haben wir auch nochmal eins, ja, die bewegen sich jetzt eben um das Zentraltief herum und dementsprechend kann südlich davon auch mal wieder ein Warmluftsektor mit rangezogen werden, wodurch dann eben die etwaig entstehende Luftmassengrenze ruckzuck auch wieder ausgeräumt wird, weil eben Baroklinität reinkommt, wodurch dann eben die Isobaren sich mit den Isothermen schneiden und dementsprechend ein Frontdurchgang dann simuliert wird. Wenn wir jetzt weiterschauen, sieht es eben so aus, dass aber rückseitig natürlich mit dem Durchzug dieses Tiefs, was ja vorher, wie gesagt, ein Kurzwellendruck war, in Bezug auf den 6. Februar dann die Aufgabe des Zentraltiefs übernehmen wird und dann eben hier eine Kaltfront nachgezogen werden soll, wodurch dann eben auch wieder kältere Luft bzw. gegebenenfalls auch Schneefälle in Deutschland jetzt hier auch mit von der Partie sein könnten. Wenn man jetzt aber noch mal ein bisschen weiter schaut, kann man auch wieder erkennen, es ist eben leider Gottes nur ein Streifschuss und von Süden her ist es dann eben auch wieder so, dass sich wieder Hochdruck aufbaut. Wir können das jetzt hier erkennen, das Hochdruck
Gebiet befindet sich ungefähr so. Und mit dem Tiefdruckgebiet jetzt hier über dem Atlantik kommt eben schon wieder von Südwesten her mildere Luftmasse ran. Und die wird eben dann im Prinzip diese ganze Kaltluft jetzt hier peu à peu sehr wahrscheinlich wieder wegdrücken, wodurch dann eben, ja, muss man mal schauen, wie weit es eben klappt, wodurch dann eben die milde Luft in den Süden weiter vorankommen könnte. Wir erkennen aber auch, ja, dass im Prinzip aus dem Norden, ich mache es mal neu, dass wir aus dem Norden jetzt hier dieses Tiefdruckgebiet liegen haben, welches korrespondierend mit diesem Hochdruckgebiet über Island jetzt hier eine richtige kalte Rutsche eben etablieren könnte. Korrespondiert dazu mit diesem Tiefdruckgebiet, welches sich über dem Atlantik befindet und diesem schwachen Hochdruckgebiet jetzt hier über dem mediterranen Bereich, könnte es wieder zu einer Luftmassengrenze kommen, wodurch dann eben die ganze Geschichte quer über Deutschland wieder zum Erliegen kommen könnte. Und das muss man sich alles noch ein bisschen anschauen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß und das könnte noch sehr interessant werden, weil im Prinzip auf dieser Basis dieser Luftmassengrenze eben auch sehr viele Tiefdruckgebiete entlang ziehen könnten, wodurch dann eben auch die kalte Seite mal wieder mit in, ja, Mitleidenschaft gezogen werden könnte, wodurch wir dann eben auch mal wieder im weiteren Verlauf hier wunderbar simuliert auch mal wieder diese relativ kalte Ostrutsche bekommen könnten. Ich mache es mal mit Weiß, weil man das eben besser sieht. Ja, aber wie gesagt, das ist alles viel zu weit weg. Wir haben jetzt hier schon den 12. Februar. Alles Zukunftsmusik, ja, alles Kaffeesatzleserei. Ich wollte bloß mal so ein kleines bisschen die Szenarien hier andeuten, die dann raus eben simuliert werden. Und es bringt aber eben überhaupt gar nichts, sich diesem Hauptlauf dann so zu versteifen, ja. Denn wenn wir uns das GIFS-Modell anschauen, die glätten natürlich die 30 verschiedenen Member, die wir sonst immer in den Graphen in bunt sehen. Und das sind im Prinzip die Durchschnitte jetzt hier. Man kann eben nach hinten raus erkennen, dass jetzt hier nochmal darauf eingegangen. Erstmal die Luftmassengrenze für nächste Woche sehr wahrscheinlich erscheint, weil im Prinzip jetzt hier die Isobaren, also die weißen Linien jetzt hier, ja, mit den Isothermen, die unterschiedlichen Farben jetzt hier, ja, das ist eben sehr parallel oder ziemlich parallel und dementsprechend redet man hier von einer Barotropie. Und einer Barotropie entstehen immer Luftmassengrenzen, kleine kurze Wellen, Aufgleitvorgänge und so weiter, wo dann eben, wie bereits eben schon im GFS-Modell angedeutet, auch die ein oder anderen Tiefs durchziehen können, wo dann auch mal der ein oder andere Schneefall dabei sein könnte. Aber wie gesagt, schauen wir mal, das Ensemble will es auf jeden Fall so, dass die ganze Geschichte jetzt hier Richtung Wochenende und auch Richtung Montag dann eben erstmal so kommt und dementsprechend auch sehr wahrscheinlich diese eher schleifenden Niederschläge dann erstmal. In Bezug auf den weiteren Trend sieht es dann wieder so aus. Ich hatte es eben bereits schon angedeutet. Wieder eine Barotropie dann Richtung Donnerstag, Quatsch, Richtung Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Währenddessen dann am Freitag sehr wahrscheinlich die ganze Geschichte hier wieder kippen wird. Ich hatte es eben bereits schon erwähnt. Die Thermen schneiden sich hier mit den Isobaren und dementsprechend ist hier mit einem Warmfrontdurchgang zu rechnen, der aus diesem Tiefdruckgebiet hier südöstlich von südwestlich von Island eben resultiert und höherem Druck jetzt hier über dem mediterranen Gebiet und dementsprechend die kalte Luft wieder ja nach Nordosten hin ausgeräumt werden könnte. Bis dahin muss man erstmal schauen, alles was nach hinten raus ist. Also Leute, wie gesagt, das braucht man sich eigentlich nicht anschauen, weil ich hatte es eben bereits schon mal erwähnt, wir brauchen mindestens die 10 Grad minus in 1500 Metern Höhe, damit hier der Winter überhaupt sich in Deutschland, vor allem im Flachland, überhaupt noch mal zeigen kann. Das wird am Ende vielleicht bloß mal 3, 4, 5 Tage werden, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, rein vom Bauchgefühl her, der Hochwinter ist ad acta zu legen. Also das Ding ist durch. Ja. Das könnt ihr euch eigentlich schon mal so hinter die Ohren schreiben, gerade die Leute, die in niedrigeren Regionen wohnen. Ja, also alles, was oberhalb von 400, 500 Metern Höhe liegt, dafür ist der Winter gegebenenfalls wirklich nochmal gut, aber alles, was drunter liegt, könnt ihr vergessen. Gerade weil eben nach hinten raus auch immer wieder Tiefdruck zwar im Norden berechnet wird, ja, aber dieser Tiefdruck im Norden, der kommt dann eben sehr wahrscheinlich auch über die Nordsee rein. Und dementsprechend haben wir über der Nordsee immer eine Wärmehaut liegen. Und die ganzen Binnenländer, ja, beziehungsweise die Bereiche, die tiefer liegen und ziemlich nah an der Nordsee dran, da kann eben kein Winter mehr entstehen. Dafür ist einfach das Potenzial der Luftmasse
zu hoch, beziehungsweise einfach, beziehungsweise was den Winter angeht, zu gering. Ja, also von der Temperatur her zu hoch, aber von Potenzial für Winter zu gering. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ja, aber wie gesagt, wir schauen ja immer alle Modelle an, nicht nur GFS, und schauen auch nochmal auf das ja, ECMWF-Modell. Und die sehen im Prinzip jetzt hier auch so ein kleines bisschen so eine Barotropie kurzzeitig. Dann kommt, ja, wie gesagt, mal dieser Warmluftsektor rein. Und dann, ja, die haben auch wunderbar diese Barotropie nochmal drin, Richtung Sonntag dann. Ja, währenddessen dann die Warmfront reinkommt und nach hinten raus, ja, wollen die überhaupt nichts mehr von der Luftmassengrenze wissen. Währenddessen das GFS-Modell eben hier noch die Barotropie mit der Luftmassengrenze eben drin hat. Und wenn man das jetzt mal so sieht, ja, also wie gesagt, diese Parallelität bzw. diese Barotropie am Sonntag und Montag ist eben sehr wahrscheinlich, bloß nach hinten raus eben ECMWF für volles Rohr wieder West haben, währenddessen eben das GFS-Modell die ganze Sache jetzt hier noch ein kleines bisschen interessanter macht. Ja. Aber dementsprechend kann man auch sagen, man darf eben nicht nur immer auf die Hauptläufe schauen, ich hatte es eben bereits schon erwähnt, wenn man das jetzt einfach mal so, ja, einfach mal so vergleicht, ne. Wie gesagt, das ist was völlig anderes. Ne. Also wie gesagt, volles Rohr, jetzt hier Warmfront sogar, ja, also volles Rohr, Warmluftsektor, währenddessen dann GFS zu diesem selben Zeitraum hier eine Luftmassengrenze will, wo es gegebenenfalls eben dann auch ein bisschen winterlich werden könnte. Also wie gesagt, das ist deswegen sage ich, dass der Hauptlauf eben dementsprechend nicht immer für bare Münze zu nehmen ist und man sich eher auf die Ensembles eben versteifen sollte. Ja, Leute, wie gesagt, ich rede mich hier im Kopf und Kragen, aber es ist ansonsten auch nichts weiter los, das muss man einfach sagen. Und dementsprechend klamüsere ich jetzt hier mal diese Wetterlage ein kleines bisschen mehr auseinander. Und ja, wie gesagt, wer mir zuhört, der hört mir zu, und wer nicht, der lässt Zeit. So, nochmal auf die Barotropie eingegangen, auch in Bezug auf das ECMWF-Modell mit dem ENS jetzt hier. Ja, wir sehen es jetzt auch wunderbar. Also sehr wahrscheinlich die Luftmassengrenze ist ein kleines bisschen eine Andeutung am Sonntag und dann nach hinten raus. Tja, das ja, Ensemble des ECMWF-Modell will eben auch eher so diesen Warmluftsektor jetzt hier haben und dementsprechend ja auch nichts groß mit Winter hier zu erkennen. Also ja, ich hake das Ganze eigentlich ziemlich abreif vom Bauchgefühl her. Abschließend nochmal ein Blick auf die 850 Hektopascal Temperaturen bezüglich des GEM-Modells, der Kanadier. Ja, wir sehen ja auch wunderbar keinerlei große Geschichten drin. Ja, wenn man hier Deutschland sieht, die minus 10 Grad Isotherme ist weit weg hier, die geht hier über dem Osten runter hier. Ja, also Deutschland ist hier. Könnt ihr knicken. Ja, es ist wirklich sowas von langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Winter in Sicht hier. Ja, und das sagen eben im Prinzip auch die Temperaturen in 850 Hektopascal. Und ich hatte es euch ja schon gesagt, in Bezug jetzt auf die ganzen ja, einzelnen Member. Man kann ja erkennen, das ist im Prinzip die 10 Grad minus, die wir brauchen, um Winter auch im Flachland zu haben. Und die wird hier überhaupt nicht berechnet. Ja, wenn man das mal so sieht, gerade so für die Bereiche um die 500 Meter, wo die minus 5 Grad Isotherme auch ausreicht, da könnte es nach hinten raus wieder ein bisschen was werden. Aber ansonsten, die Flachlandregionen hier unten, sieht nicht danach aus. Also, ja, es tut mir leid, dass ich euch nichts weiter Besseres, Schöneres präsentieren kann. Auch der Polarwirbel, der bleibt relativ stabil, wenn wir jetzt mal hier rumgehen. Ja, die Werte hier oben, der U-Vektor, der bleibt relativ im positiven Bereich. Dementsprechend kann man auch sagen, dass die Summe aller Drehrichtungen bzw. Vektoren dann eben auch am 60. Breitengrad eben dann relativ parallel bleiben, was im Prinzip dafür spricht, dass der Polarwirbel keine Störung kriegt und eine Zonalwindumkehr erst ab einem negativen ja, Wert dann eben gegeben wäre, was eben auch so viel spricht oder dafür spricht, was das ECMWF-Modell jetzt hier rausschmeißt, denn die berechnen eben die Meter pro Sekunde, die wir gerade eben angedeutet bekommen haben, ja auch hier, und die sehen erstmal, dass der Polarwirbel wieder stabiler wird, nach hinten raus wird er wieder ein kleines bisschen instabiler, wir haben aber auch einen relativ großen Spread jetzt hier anliegen, das kann man hier wunderbar erkennen, der Hauptbereich liegt ungefähr hier, man kann überhaupt nichts weiter dazu sagen. Aber ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass die ganze Geschichte jetzt hier unter die Null gehen dürfte, was im Prinzip eine Zonalwindumkehr
nach sich ziehen würde, wodurch das eben dann mit Durchmischung gegebenenfalls für uns ein, zwei, drei Wochen später auch den Winter bringen würde. Aber wenn man jetzt sich schon mal überlegt, wir sind hier schon im März angeraten oder angekommen. Was soll hier noch werden, Freunde? Ja, wie gesagt, eine Woche, vielleicht in höheren Regionen auch nochmal zwei Wochen, vielleicht Winter hier, wird es vielleicht nochmal geben. Gerade dann, wenn wir den nicht mehr brauchen, eigentlich ja. Aber ansonsten ist hier nichts groß von Winter mehr zu sehen. Dafür passt es einfach nicht. Ja. Der Polarwirbel ist stabil, die Kälte ist weit weg. Ja, und die Druckgebilde, das passt einfach nicht. Und ja, wie gesagt, wo ihr eure Informationen in Bezug auf Winter oder Euphorie herholt, das soll jeder selber entscheiden. Aber wie gesagt, ich möchte euch hier nicht irgendwelche Floskeln erzählen, wo dann wieder Winter-Euphorie auftaucht und am Ende ist man wieder enttäuscht und das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist einfach Quatsch. Gut, bis jetzt sieht es einfach nicht danach aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ist wieder ein bisschen länger geworden, das Video, aber ich denke, ja, es war wieder interessant, mal wieder reinzugucken. Schauen wir mal, was die Luftmassengrenze dann macht. Und gegebenenfalls ist dann eben am Wochenende auch schon mehr in Bezug auf den weiteren Verlauf zu sehen. Ja, ich bedanke mich. Glück auf. Bis später, wenn ihr möchtet. Ahoi.